45.000 Narren feierten am Samstag den Faschingsumzug in Frankenthal. Aber erstmal hieß es bereit machen fürs Kamillewerfen. Unter den 77 Motivwagen und Fußgruppen durfte auch unser Ronmobil dabei sein. Unsere Ron-Kollegen Anna, Funda und Romina haben sich unter die Narren gemischt. Und jede Menge Bonbons gab es auch von uns. Über die haben sich bestimmt auch die Besucher gefreut, glänzten mit ihren Kostümen und hatten ganz viel Spaß. Darf ich fragen, was Sie sind? Eine Vampir-Lady, aber der Rock ist zu Hause. Warum sind Sie hier? Weil Frankenthal genau die richtige Größe hat. Nicht zu groß, nicht zu klein und gute Stimmung. Starkes Kostüm, was sind Sie denn? Sumo-Ringer. Aha, da muss man ganz schön kreativ werden. Oder man sichert sich den besten Platz. Funda durfte auf dem wichtigsten Gefährt mitfahren, dem des Frankenthaler Karnevalvereins. Funda sitzt schon an der Quelle. Wie bekommt man denn die meiste Kamelle? Man muss einfach Helau rufen aus der Menge und dann kriegt man auch welche zugeworfen. Am besten ist es also, so auffällig wie nur irgendwie möglich zu sein. Und diese Fähigkeit hat sich der ein oder andere tatsächlich zu eigen gemacht. Hier ist Party, hier ist Liebe, hier ist alles! Und zum Abschluss gab es dann auch für das ganze Team einen traditionellen Berliner. Na dann, guten Appetit!